Toto Nihil. Naja, eigentlich. Es fühlt sich so falsch an, wenn ich nicht Let's Hosted tue. Go. Es fühlt sich schon ein bisschen falsch an. Ja, es fühlt sich schon falsch an. Aber du hast angefangen, du ziehst das jetzt durch. Genau. Willkommen, herzlich willkommen, meine Damen und Herren und Kinder und Opis, bei In Toto Nihil, dem Qualitätspodcast in der nicht ganz Ostschweiz. Weder Qualität noch. Ja gut, Ostschweiz von mir. Es ist Zeit für das. Für das Flaggschiff der Unterhaltung. Naja, eigentlich. Und wir wären ja nicht in Toto Nihil, wenn wir nicht natürlich wie immer am gleichen Ort sind, aber auch unser Format stets gleich behalten. Darum haben wir heute eine schöne Änderung. Und zwar gibt es von jedem einen Stegreif-Vortrag mit Folie, wo er noch nie gesehen hat. Ich glaube, im Volksmund nennt man das PowerPoint-Karaoke. Ja, und wir machen es im Pecha-Kutscha-Format. Danke. Das heisst 20 Folien an 20 Sekunden. Ich bin ein bisschen Gnadio gewesen, bei mir gibt es 17 Folien an 20 Sekunden für den Brian. Ich kenne das Wort Gnade nicht. Genau. Schenk da mal einen Duden. Und kommt bei mir das Wort Granatapfel gerade nach Gatorade, weil keine Gnade dazwischen gibt. Ich denke, darum heisst es bei dir Grapfel, weil es Gnade ist. Ja, das wäre auch witzig. Allerdings ist es kein Grana. Ja, es funktioniert ja, nicht, aber die Idee vom Witz ist da. Nice. Ja? Ja, gut. Bist du gerade ready? Ich habe mich vorbereitet auf heute. Gut. Ich bin vorbereitet gekommen. Ich habe für euch einen Vortrag von 17 Folien. Ja. Über das ich natürlich bestens informiert bin über das. Dann würde ich sagen. Ich glaube, wir lassen gleich los. Erzähl uns doch mal, was du so wichtig willst erzählen. Also, fangen wir an. Ich würde euch über Kaimatsu Goyo. Das ist nicht mal so schlecht gewesen. Erzählen. das ist, wie wir alle wissen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Grundsätzlich, es ist ein Büro. Sie machen Arbeiten, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Aber man weiss, dass man über Kaion geht, so kann man nicht reden, wenn man nicht ein bisschen Geologie-Erfahrung hat. Und zwar, die ganze Idee von Kaion geht so, ist aufgrund eigentlich von dem Bild entstanden. Sie haben das Bild gesehen, sie haben sich überlegt, holy fuck. Wir bekommen aus Gesteinmaterie kompostierbaren Abfall. Haben sie sich überlegt. Das Ganze war einfach ein Suff-Gedanke. Und es ist nie wirklich zu dem gekommen, was sie sich vorgestellt haben mit ihrem Business. Aber sie hat sich dann entschieden, eigentlich den Weg anders herumzugehen und in Kombination von Gestein und kompostierbarer Abfall neue Plastik zu erschaffen. Das ist eigentlich so die Idee von der Firma. Spannend. Der Plastik ist aber sehr vielseitig brauchbar, wie viele wissen. Zum Teil wird sogar im Bau das Zeug abgebrochen eigentlich. Nein, nicht im Bau verwendet, Entschuldigung. Aber so Bauteile werden zum Teil abgebrochen und für so Projekte oder für den Plastik in dem Sinn verwendet. Es gibt eine ganze Linie, die charakterisiert das Gebäude, in dem mal der Plastik sozusagen gesteckt hat. Das ist ein Stimmungsbild, das ich eingebaut habe. Weil es doch ein sehr spannender Vortrag ist und ich das haben unterstreichen mit dieser sehr schönen schwarz-weiß Aufnahme. Da sieht man den Plastik noch in anderen Gebrauchsanweisungen. Man sieht hinten dran, dass der Verlauf eigentlich von dem Braun zu dem Pink, das ist eine Stellwand, die sie eigentlich als erstes auf den Markt gebracht haben. Mittlerweile findet man den Plastik in sehr vielen verschiedenen Produkten. Okay. das hier, das sind die ersten Werbetafeln, die in dem Sinn auf den Plastik bedruckt worden sind. Der Vorteil, einer von den vielen Vorteilen, man kann es aufhängen und sie gehen in dem Sinn, sie sind wetterbeständig zu einem gewissen Zeitpunkt. Die Kampagne selber ist nicht so gut gelaufen, wie wir es erwartet haben. Nochmal ein Stimmungsbild.
Ja, und an dem Zeitpunkt würde ich eigentlich eben ein bisschen an ihre Nachhaltigkeit appellieren. Das ist ein guter Plastik. Plastik, den man verwenden darf, ohne schlechtes Gewissen haben. Ja. Wie heißt die Firma noch? Kann man gut sagen. Etwas. Da sieht man eigentlich das erste Kunstprojekt, das mit dem Plastik erschaffen worden ist. Das Kunstprojekt heisst Sonnenblume. Heisst es. Und es soll Sonnenblume darstellen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, und eben, es ist kompostierbarer Abfall. Es hat einen grossen Effekt auf eigentlich den Klimawandel, den wir alle spüren. Ich meine, jetzt haben wir gerade Rekordtemperaturen in der Arktis gehabt. Und es soll auch Food Waste in dem Sinn vermindern. Durch. Das ist übrigens Eis. Ah. Hättest du es nicht labeln Für mich sind das immer noch Stimmungsbilder, um an eure Nachhaltigkeit appellieren. Weil das ein wichtiges Thema ist für mich. Und Kunststoff aus Food Waste, nein, eben nicht Food Waste, aus kompostierbarem Abfall und Gesteinsmaterial. Es ist ein sehr lang anhaltender Kunststoff, wie ziemlich jeder Kunststoff sonst auch. Ja. Aber, also schwer abbaubar auch, aber in dem Sinn aus Abfall. Material gewonnen und dementsprechend besser. Sie wollen eigentlich, es gibt viele, die finden, das ist der falsche Approach, weil sie dann eigentlich den Lebensstil, den wir pflegen, wo wir alles gerade Food rühren, ein bisschen stärkeren, weil du darfst ja Food rühren, weil schlussendlich wird es ja braucht in Plastik und nicht einfach abgefragt. Und darum ist das eigentlich so, gibt es verschiedene Ansichtsweisen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Meiner Meinung nach ist es sehr gut. Der Jonas ist sehr belesen. Und da haben wir nochmal ein Stimmungsbild für euch. Und wir kommen jetzt dann auch schon irgendwann mal ans Ende von meinem Vortrag. Und ich würde einfach nochmal, dass ihr euch nachhaltet, wenn ihr das nächste Mal etwas fortführt. Kann man das noch brauchen? Wäre es vielleicht auf Ricardo besser aufgehoben als im Abfall. Es gibt auch aus dem Plastik. Wie sagen wir denn? Identitätskarten? Nicht wirklich. Wie sagen wir denn? Visitenkarten. Danke, Jonas. Danke. Dass du auch so viel weißt. Das sieht aus wie das Gebäude am Anfang, ne? Das sieht so aus, ja. Das ist auch. Das ist natürlich auch das Gebäude, wo das Büro beheimatet ist. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. Nachher Sustainability. Cool! Willst du mir jetzt sagen, was es wirklich war? Ja, es war genau das, was du gesehen hast. Ja. Es ist Keimat. Also den Namen haben. Ich bin mir jetzt im Fall gar nicht mehr sicher, ob ich den erfunden habe oder ob ich den irgendwie. Ich habe gemeint, ich habe ihn erfunden. Ich habe einfach auf der Tastatur ein paar Sachen. Okay, okay. Hat sehr japanisch stehen. Das ist japanisch stehen. Ja, ja. Aber eigentlich ist es eben die Milk Factory am Schluss gesehen. Okay. Und ich wollte eigentlich, mit der Anfangsfolie wollte dich in eine Firmenpräsentation einlocken. Es ist gut. Wo du dann logischerweise nicht drauf kommst, dass es eine Milchproduktion ist und dann am Schluss die Visitenkarte zeigen, wo du aufsteht Milk Factory. Und dann so, dass du die wieder musst. Bin ich nicht auf die Idee oder so? Nein, jetzt immer so ein bisschen der Switch zwischen den schönen Plastik-Dinger, dem Eisberg und irgendeiner Food Waste. Ja. Plakatierei. Ja, aber eben, die haben nichts miteinander zu tun, oder? Nein, nicht miteinander, aber sie wiederholen sich. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist sehr ein smarter Move von dir. Ich habe mir das nämlich auch überlegt. Darum ist es erstmal recht verwirrend, aber nachher, wenn... Ja, voll. Ja. Ja, voll. Das nächste Mal bitte nicht reinschwätzen, hä? Das ist im Fall Eis. Pfff. Ist Gestein. Okay? For PowerPoint-Karaoke's sake. Es war Gestein gewesen. Ja, ich dachte, das ein bisschen befeuern. Es ist so ein bisschen langsam ein bisschen abgeflacht, wo du nach dem vierten Mal gesagt hast, das ist aber ein Stimmungsspiel. Ich dachte, ich würde jetzt ein bisschen was reinhauen. Also es war unterhaltsam gewesen, sicher. Ja. Ich würde meinen, mal schauen, was für Stimmungsbilder du eingebaut hast, oder? Alter. Okay. Bist du denn bereit eigentlich? Ja. Wie geht's mit dem Nervositätspegel? Ist gut. Ist gut. Gut.
Ich habe es ja nicht mehr als versauen von dem her. Über was hast du deine Vorträge gemacht? Das würde ich dir am liebsten gerade mit meiner vorbereiteten PowerPoint-Präsentation zeigen. Also los, Jonas! Jonas! Film ab! Ich möchte euch mit euch heute die schon weit bekannten vier Regeln einfach wieder mal ein bisschen näher bringen, oder? Das sind so Sachen, die vergisst man schnell. Und zwar geht es ja um das ganze Thema, wo eigentlich die beiden Marx-Brüder aufgegriffen haben. Von dem, ich meine, viel ist so Sozialismus und so, bla bla bla, da kennt jeder das Mainstream, was sie eben auch gemacht haben, ist, sie haben Farblayer rausgebracht. Und die Farblayer basiert auf vier Regeln, die sie zusammen gemacht haben. Sie haben die vier Regeln eigentlich in diversen von ihren Werken, wie zum Beispiel das apokalyptische Weißrussland aus 1902, wie man da sehen, eingebracht. Und zwar kann man die Regeln sehr gut sehen in ihren Werk, beziehungsweise das ist jetzt ein Werk, das ein bisschen neu ist, vom Bertrand aus dem 16. Jahrhundert, wo sie aber als Referenz für die vier Regeln brauchen. Sie haben die Regeln, nimm immer entweder blau oder rot als Grundfarbe. Das ist die erste Regel. Das sehen wir auch hier wieder sehr schön. Das ist ja auch ein Werk, wo sie gemalt haben zusammen. Hat den Himmel gemacht, der Marx, der Karl und der Kröbi hat den See gemacht. Genau, das ist die eine Regel. Die andere Regel ist, Licht kommt immer von hinten. Das ist Regel Nummer 2. Das sieht man auch hier sehr schön. Also Licht ist nicht irgendwie da oben oder so, sondern es kommt immer vom Bild hin. Das ist mehr oder weniger so ein Entwurf gewesen, den sie gemacht haben, wo man vor allem das sieht. Man sieht aber da wieder sehr stark die erste Regel, dass sie die Grundfarben benutzen. Sie haben auch Buchcovers kreiert, wo natürlich für Bücher, wo sie auch mit Philosophie zu haben, also wo auch ihr Hauptmedium war. Und sie haben auch nach Fahren bzw. Contemporary Leute haben natürlich die Regeln auch in der Architekturfotografie wieder aufgegriffen. Das wieder gehört, wir sehen auch da wieder das Licht von hinten, Grundfarbe rot oder blau. Die dritte, eher nicht so bekannte Regel, wo man auch ein bisschen mehr darauf eingehen will, sieht man da sehr gut in dem alten Kupferstich, und das ist möglichst viel Bögen, möglichst keine gerade Linie. Das ist natürlich etwas, wo dem Ganzen eine krasse Dynamik gibt, und das sieht man da sehr schön bei Bruno Taut, wo da natürlich als Zeitgenoss die Publikationen auch kennt hat, natürlich. Obwohl er natürlich das nicht, also es ist nicht seine Hauptphilosophie, aber es ist natürlich, es kommt aus dieser Zeit, aus dem ganzen Ding raus. Übrigens, Bruno Taut und Karl Marx haben sich auch sehr gut verstanden, haben auch, ihre Väter sind ja beides Haustürenhersteller gewesen. Wir wissen, die wenigsten ist eher unbekannt. Wir sehen auch da wieder das Rot und das Blaue, was sehr dominant ist. Also das ist etwas, wo wie sie auch aus ihrer Herkunft gekommen ist. Genau, da sehen wir wiederum ein Gebäude, das ist jetzt mehr ein Stimmungsspiel. Okay. Und dann natürlich die letzte Regel, wieder sehr bekannt, auch wieder sehr populär heutzutage, ist Materialitäten in den Bildern ist wichtig, dass dass du mindestens zwei Materialien hast, wo so grob miteinander zu tun haben. Genau. Was sie nie gemacht haben, ist, sie haben sich nie in moderne Kunst investiert und nie in Installationen und Event und so Sachen. Also das ist etwas gewesen, wo
wo sie nie berührt haben, die Thematik, aber natürlich trotzdem beeinflusst haben, also Nachfahren, nach Armer oder auch Leute, die Kunst geschaffen haben. Da sieht man ja sehr gut, wie die Regeln das beeinflussen, oder? Dass das Ganze. Wir sehen die vier Regeln, die geben eine recht krasse Dynamik auch rein. Nicht nur Dynamik, sondern auch so eine Dramatik fast. Epochal, kann man fast sagen. Pathos, kann man fast sagen. Also es ist. Und das ist etwas, wo auch die umtriebene Zeit immer sehr gut reflektiert. Also es ist nicht eine Kunstform, die auf Minimalismus oder wie auch immer geht, sondern mehr auf. Noch nicht fertig. Oh shit. Das ist egal. Mach nicht. Ja, aber dann fangt nochmal an. Ja, mach nicht. Dann ist Schluss, wenn es richtig ist. Also? Ich glaube, es fängt jetzt nochmal an. Ja, mach nicht. Dann ist. Ja, das ist nochmal neu. Egal. Okay. Ich bin beeindruckt. Jonas. Nur schon, dass du den Marx erkannt hast. Ja gut, komm. Also, ich meine, niemals hätte ich den erkannt, aber... Wie kannst du den erkennen? Niemals hätte ich den erkannt. Ich bin weniger beeindruckt, dass du den Platon nicht erkannt hast. Der Kupferstich war von Platon. Hätte Platon sollen abbilden. Ja, das ist noch schwierig. Also... Warte. Ja, das sind ja... Altgriechisch und so? Ja, aber das ist ja nicht ein Kupferstich aus seiner Zeit. Das weiß ich nicht, aber es gibt ja genug Köpfe, die der Platon darstellen sollte. Und die sehen alle mehr oder weniger so aus. Ja. Mhm. Ich bin trotzdem beeindruckt, wie du schon von Anfang an gewusst hast, dass zuerst ganz viele farbige Bilder kommen. Irgendwie hast du es einfach perfekt bereicht. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Ich wollte eigentlich mehr von diesen vier Regeln hören. Ich habe dir extra. Also angefangen hat sie ja mit diesen Bildern, das sind Hast du... Also basiert das auf irgendwelchen vier richtigen Regeln? Oder hast du einfach eine Folie gemacht statt vier Regeln? Okay. Ja. Gut. Es hätte ja können sein, weißt du? Ich kann dich einfach über vier Regeln hören. Okay, reden. Genau. Und eben aufgehört hat die Präsentation mit deiner eigenen Regeln. Ja. Und ein Stimmungsbild aus dem IKEA-Katalog. Und ich hätte dich gerne über deine Regeln im IKEA-Katalog hören reden. Aber schade hat das jetzt nicht geklappt. Aber ich bin beeindruckt, du hast das sehr gut im Griff gehabt. Gut, Bruno Taut hättest du erkennen, das ist, glaube ich, klar gewesen. Dass du die anderen erkannt hast, bin ich schon ein bisschen traurig. Du hast Abstract geschaut, oder? Netflix? Nur Big Folge. Hä? Nur Bianca Ingels Folge. Ah, okay. Nein, weil sie kommt eben dort vor. Sie heisst S. Devlin. Und das Ding, das du nicht erkannt hast, ist ein Pavillon, das sie vorgeschlagen hat. Sie ist Bühnenbildnerin. Ah ja. Ich glaube. Das sind die vielen Bühnen, die man eigentlich gesehen hat jetzt in dem Vortrag. Und ich habe eigentlich eben die vier... Dann muss ich selbst schauen, hä? Ich habe das eine spannende Folge geschaut, ich kann nicht alles empfehlen, aber das habe ich jetzt eine spannende Folge gefunden. Aber hast du gut gemacht, ich bin recht beeindruckt, wie smooth das übergegangen ist. Übrigens, das andere war am Bruno Tauzis Atelier, dein Stimmungsbild. Ach schon? Ja. Ich habe gedacht, das ist sicher viel neu. Nein. Und die ganz vielen Türen sind in der Hufeisensiedlung. Ah. Das sind die Eingangstüren zur Hufeisensiedlung. Und das andere war die Hufeisensiedlung, glaube ich. Oder ein anderes Gebäude von Bruno Tat, bin mir nicht mehr sicher. Ich kann vor einer Woche. Nein, die vor mehr als eine Woche. Irgendwie bekannt vor. Tja. Aber ich. Also ich kann ja. Ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass der Vater von Marx ein Türenbauer war. Sag ja, wie die nicht. Sehr interessant. Kannst du nochmal die vier Regeln zusammenfassen? Also, du nimmst immer von Grundfarbe rot oder blau. Mhm. Das Licht kommt immer von hinten. Die dritte, die ich gesagt habe, vergessen alle, habe ich jetzt gerade vergessen. Geschwungene Formen sind sie.
Nein, das war doch die 4 gewesen. Mit den Bögen. Aha. Was war denn die Idee gewesen? Eben. Du hast aber keine dritte gesagt, oder? Oder habe ich keine vierte gesagt? Ich glaube, du hast keine vierte gesagt. Ich habe keine vierte gesagt, nein. Ich glaube es. Aber bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er. Ich habe es nicht gehört. Ah nein, mal 3 ist mit der Formel und das dritte ist mit der, mit der Materialität. Das ist irgendwie über die Materialität immer zwei Materialien miteinander kombiniert. Und zum okay. Scheiß habe ich gesagt. Das klingt schön. Das klingt nach sehr schönen 4 Regeln, wo ich mein Leben auch gerne darauf ausrichten würde. Das ist der Platon. Das ist der Platon. Oder zumindest. Das kenne ich wirklich nicht. Hat das Google behauptet. Das kenne ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, wieso ich den Platon-Ring geschnitten habe, aber ich habe gefunden, Platon braucht es einfach noch. Das ist immer gut, wenn du so ein bisschen nass so ein bisschen ja, eigentlich, eben, ich habe mir auch überlegt, das gleiche wie du, den Approach zu machen. 3 verschiedene Vorträge aber ich habe mich dann das entschieden. Wieso ist der Marx und der Engels in der Vorlesung? Ah, der Engels ist da. Ah, sorry, ja, das ist nicht der Bruder von Marx, sondern der Engels, was eigentlich hätte oder können drauf kommen. Ja, aber es geht so schnell. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, zuerst wollte ich 4 Philosophien wollen. Und dann habe ich nach Philosophie gegoogelt. Und anscheinend ist Marx einer, oder Marx und Engels sind, haben den Begriff wieder auferleben lassen in der Vergangenheit, keine Ahnung. Und haben dann aber nicht wirklich moderne Philosophien gefunden. Und da habe ich das wieder aufgegeben. Und da habe ich gefunden, ja easy, machen wir 4 Ideen oder 4 Regeln. Da habe ich die 4 Regeln gemacht und einfach als erstes mal ein Bild von Marx und Engels in die Kauen. Ja, vielleicht sehen wir jetzt noch die Folie. Ja, darum habe ich weiß noch. Das finde ich schön. Wie hat das Spiel gefallen? Ist geil. Ich wollte ursprünglich einen anderen Approach machen. Ich wollte so eine allgemeine Corporate Presentation machen. Also ohne Inhalt. Mit irgendwelchen Grafen, die so hochgehen und so. Das wäre so geil sein. Also das ist aber das Dabbling, gell? Das wäre lustig gewesen, Alter. Oh, das hätten wir jetzt nicht dürfen sagen. Vielleicht machen wir das nochmal. Wer weiß? Wer weiß? Nur Toto Nihil, da weiß man nie. Ja, genau. Wenn ich das aber streue, kann ich mit dieser Info, mit der gestreuten Info noch viel mehr machen. You know? Du kannst mich eigentlich für die Zukunft darauf programmieren, immer eine Corporate Zusammenstellung zu erwarten und mich dann nicht irreführen, oder wie? Zum Beispiel. Das ist von der, Ja, ja, das sind alles Projekte von ihr. Das ist das gleiche Projekt einfach von außen. Ah. Und das ist ein Pavillon, das sie bauen wird oder gebaut hat, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht mehr für welches Land. Für irgendein Land gewesen, Expo oder so. Ja, irgend so etwas. Und hat aber gut gepasst zu den geschwungenen Formen, die du gesagt hast. Mhm. Das ist nochmal so das Bühnenbild von ihr. Von einem Konzi. Richtig. Ja, Bühnenbild ist. Geil. Ist interessant, ja. Interessantes Thema. Ja, und dann sehen wir mal, wie lange 20 Sekunden doch sein können. Ja, ich hätte vielleicht die Folie nicht so reinpacken, aber. Ich habe wirklich gedacht, das ist fertig und habe dann gedacht. Ja, ja. Das ist ein dumm. Aber man hat auch gemerkt, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe Mühe gehabt, die 20 Folien zu holen. Zum Glück bin ich am Anfang auf der Idee, wo eben der Sublime und der Beautiful. Ja, ja. Ich habe nicht gewusst, dass wir cheaten dürfen. Siehst du, das wäre aus dem IKEA-Katalog gewesen. Ich hätte gerne Regeln zu dem IKEA-Katalog gehört. Das ist aber ein geiles Bild. IKEA-Katalog. IKEA hat es schon im Griff, ne? IKEA hat geile Bilder, das stimmt schon. Aber sie haben einfach, die verkaufen so eine Crap, aber wie sie den verkaufen. Ja, weißt? Also ich finde auch Produkt, das ist nochmal der Marx und Engels. Ah. Dann wäre schon vorbei gewesen. Ich finde Produkt eigentlich nicht so schlecht vom IKEA. Du kannst es einfach nur einmal brauchen. Ja, so, aber sie fühlen sich schon recht billig an und so. Es ist ja, es geht ja. Aber sie haben, also marketingmäßig finde ich es richtig, richtig clever. Mhm. Und das. Du stellst richtig teure Designer an, wo richtig billige Crap holt. Aber wo geil aussieht, aber scheiß Qualität ist. Ja. Und nur schon für die Idee
ist es mir wert, so irgendetwas gepostet. Obwohl ich das Produkt richtig scheiße bin, aber zum dir machen, die ich nicht feiere. Gehst gerne mit dir. Kann ich gerne teilen. Und denkst du, ja, ja. Ich kaufe zwar nicht, aber es ist verwerflich, wenn ich mache, aber es ist hure geil, kreativ, so. Weißt du, wie ist IKEA entstanden? Die Idee. Während dem Zweiten Weltkrieg hat ein Schwede, ist es so, oder? Ja. Der Schwede hat polnische Schreiner angestellt, die halt unter dem Einfall von der Deutschen gelitten haben, keine Arbeit mehr hatten unter dem Einfall von der Deutschen. Und er hat irgendein System gebraucht, damit er so billig wie möglich auf Schweden verschiffen kann. So ist die ganze Idee von IKEA entstanden. Ah, eigentlich voll. In dem Sinn Outsourcer von Schreinereien, wenn du so willst. Und dann die Heim selber zusammenbauen. Habe ich mal in einem Buch gelesen. Ob stimmt, weiß ich nicht. Don't hold me accountable. Okay. Ist in einem Malcolm Gladwell Buch, falls irgendjemand interessiert. Ich weiß zwar nicht welches davon, aber er ist schuld, wenn die Information nicht stimmt. Darum gibt man, glaube ich, Quellen da. Genau, das ist der auch natürlich. Ganz genau. Okay, spannend. Ja, voll. Ja, ist witzig gewesen. Ja, gelernt haben wir gar nichts. Streng. Ja, es geht huere schnell, ja. Aber, also, ja. Man könnte es wieder mal machen, finde ich. Ich finde auch. Vielleicht ein bisschen weniger Folien. Aber. Ja, vielleicht so. 15. Ja, ich würde auch meinen. Nächstes Mal ist, glaube ich, 15 ziemlich gut. Ja. Also. Falls wir das irgendwann mal wieder aufgreifen, das Format. Das neue eigentlich Kachanjunga. Nein. Pechakucha. Pechakucha, Kachanjunga ist etwas anderes. Das ist ein Turm. Also wir sind ja dort in Zürich mit dem. Ja, voll, ja. Ja? Ja. Das danke vielmals fürs Zu. Gibt es noch das improvisierte Sprichwort vom Tag? Ja, klar gibt's das. Sehr gut. Der Host fängt normalerweise an, du hast dich. Dann fange ich halt schon wieder an, oder? Also. Schon wieder. Zuschauer ist das etwas ganz Neues. Gut, ja. Also du weißt ja, was man sagt, oder? Ja. Yeah. Jonas, du weißt, ich weiß alles Sprichwort. Ja. Du weißt. Wenn es der Marx und der Engels sagen. Dann ist das Stimmungsbild fantastisch gewesen. Ein schöner.